Die Einfachheit einfacher, guter Dinge hat häufig mit Spezialisierung zu tun. Je einfacher, desto spezialisierter. Zum Beispiel ein Küchenmesser. Es dient einem einzigen Zweck, es schneidet. Natürlich kannst du eine Masse verschiedener Dinge mit einem Küchenmesser schneiden. Das ist ja das Schöne an einem guten, ordentlich gepflegten Messer. Es schneidet Brot genauso sauber wie Tomaten, Suppengemüse, Käse oder auch mal deine Daumenkuppe. Trotzdem besteht sein einer und einziger Zweck im Schneiden von Dingen. Je spezialisierter ein Küchenmesser auf diesen einen Zweck ist, zum Beispiel durch Verwendung eines besonders hochwertigen Stahls oder durch ein besonders ausbalanciertes Design, desto besser performt es im Zusammenspiel mit anderen Werkzeugen in dem modularen System, das wir Küche nennen. Dann gibt es natürlich noch das Schweizer Taschenmesser, ist ein tolles Ding, kannst du alles Mögliche mitmachen, aber in der Küche wirst du es nicht so gerne verwenden, weil es halt mit all seinen Zusatzfunktionen für das performante Schneiden von Sachen ein Tick zu klobig ist. Flexibel, nicht spezialisiert, nicht einfach. Eine Vogelfeder besteht aus demselben schwefelfreien Protein, nämlich Keratin, wie die sehr biegsamen Haare von uns Säugetieren. Federn sind in ihrer Architektur jedoch so spezialisiert, dass sie einen 12 Kilogramm schweren Albatros mit einer Spannweite von über 3,5 Metern an einem einzigen Tag 1000 Kilometer weit durch die Luft tragen, und zwar ohne, dass der einmal mit den Flügeln schlägt. Hochgradig performant. Vom mittleren Schaft einer Schwungfeder, und das Ding heißt Schaft, Kiel ist das unten dran, also vom mittleren Schaft einer Schwungfeder, gehen zu beiden Seiten diagonale kleine Ästchen ab, Barben genannt, die sich wiederum nach demselben Schema in die sogenannten Barbule verästeln. Barben und Barbule formen bereits die Feder, wie wir sie sehen. Allerdings wäre sie als einzelne Feder und auch im System mit anderen Federn noch viel zu instabil, gäbe es nicht die sogenannten Barbikel. Winzige Verästelungen in Form kleiner Haken, aus denen wir übrigens das Prinzip des Klettverschlusses abgeleitet haben und die an der Feder die Barben zusammenhalten. Federn zählen zu den komplexesten Extremitäten bei den Wirbeltieren. Der hohe Grad von Selbstähnlichkeit in ihren Formen und Strukturen lässt ihre Architektur jedoch erstaunlich einfach erscheinen. Und obwohl alle Arten von Federn im Prinzip gleich aufgebaut sind, aus Schaft, Barben, Barbulen und Barbikeln, dienen die Unterschiede ihres Designs einer extremen Spezialisierung im Hinblick auf ihre Performance. Schwungfedern sind natürlich perfekt geeignet für den einen Zweck des Fliegens. Mein Mikro geht den Bach runter. Schwungfedern sind natürlich perfekt geeignet für den einen Zweck des Fliegens, während beispielsweise die Daunenfedern überhaupt nicht zum Fliegen geeignet sind, sondern einfach nur das Körperklima regulieren und vor Nässe schützen. Und erst gemeinsam bilden die verschiedenen Federtypen ein performantes System, das Gefieder, in dem sich die einzelnen Komponenten optimal ergänzen. Einfachheit im Sinne einer Spezialisierung schafft also Raum für komplementäre, für sich ergänzende Komponenten. Stell dir dazu eine Straße im Wilden Westen vor. Kennt man aus Filmen oder meinetwegen auch im alten London oder auch in einer deutschen Kleinstadt, bevor Aldi kam. Da gibt es den Bäcker, Fleischer, Gemüse- und Obstladen, Fischhändler, Süßwaren, Eisenwaren, Haushaltswaren, Apotheke, Drogerie, Bank, Postamt, Schuster, Schneider, Friseur, Buchhändler, Eisdiele oder Pub oder Gaststätte. Der eine hat, was die andere nicht hat. Alle sind in jeweils einer Warengruppe oder Dienstleistung spezialisiert und ergänzen sich ganz ausgezeichnet. Man bekommt alles, was man braucht, im Umkreis von einem halben Quadratkilometer, inklusive sozialer Interaktion und lokalem Newsfeed.
Dann kommt einer, der die Schönheit dieses Systems nicht versteht. Der schaut sich das harmonische Treiben an, stellt einen Supermarkt ans Ende der Straße und verkauft da alles, was die anderen auch verkaufen, zum halben Preis. Den Rest der Geschichte kennen wir, wir leben ja drin. Das ist irgendwie suboptimal. Für die Kundschaft scheint so ein Supermarkt natürlich erstmal die noch viel einfachere Lösung zu sein, als die vielen Einzelhändler. Man geht an einen Ort, anstatt dass man die Runde dreht, man steht nur einmal in der Schlange, anstatt sechsmal und alles an einem Ort. Aber die scheinbare Vereinfachung hat einen Preis und den zahlen die Kundinnen und Kunden obendrauf, ohne sich darüber im Klaren zu sein. Diversifizierung und Kampfpreispolitik gehen zulasten der Qualität. Weil das spezialisierte System drumherum nach und nach abstirbt, entsteht ein schleichendes de facto Monopol des zentralisierten Angebots und damit eine Abhängigkeit der Konsumierenden von seinen Launen. Eine Marke ersetzt das Gesicht eines Ansprechpartners. Markenpsychologie und das Erzeugen einer künstlichen Nachfrage für ein minderwertiges Angebot treten an die Stelle einer gesunden Ökonomie von Menschen für Menschen. Die Einfachheit der Dinge geht verloren, wo spezialisierte komplementäre Komponenten eines Systems einem künstlich forcierten Alles weichen müssen. Alles wie all in one, all inclusive, alles aus einer Hand. Denn alles ist selten einfach. Alles ist meistens chronisch, schmerzhaft, kompliziert. Wenn du, wie ich, jeden Tag die WordPress-Probleme anderer Menschen löst, fängst du irgendwann an, dir selber Fragen zu stellen. Am Anfang ist alles noch ganz lustig. Du schmunzelst, wenn ein Kunde mit der schutzbeenthusiastischen Ahnungslosigkeit Erweiterungen in sein WordPress-System flankt, bis schließlich irgendwann mal was kaputt geht. Du federst jeden harten Vorwurf professionell ab und bleibst freundlich, auch wenn dein Produkt absolut nichts dafür konnte, dass ihm der Laden um die Ohren geflogen ist. Bringst du Empathie für seine Gefühlslage auf? Vielleicht war dein Plugin einfach das Letzte, was er aktiviert hat oder das Erste, von dem ihm die Supportadresse eingefallen ist. Auf jeden Fall schlägt er jetzt mit seinem Frust bei dir auf und ist okay. Jedes geschlossene Ticket pudert natürlich dein Ego, weil du immer krasser Bescheid weißt und Sachen erklären kannst und echte Probleme sogar lösen. Und manchmal lachst du mit deinen Kolleginnen und Kollegen, natürlich nicht über die Kundinnen und Kunden, aber über die mannigfaltigen Absurditäten, die Menschen mit freier Software anzustellen imstande sind. Aber irgendwann vergeht dir das Lachen. Und du merkst, dass die Stresspunkte eines wahrgenommenen Widerspruchs zu einem realen Gesundheitsrisiko auf beiden Seiten der Support-Inbox kulminieren können. Du beginnst nach einer Ursache zu suchen, nach dem einen Fehler hinter all den Fehlern, die ja nur allzu oft überhaupt keine Fehler sind, sondern einfach Meinungen zu einem perfekt funktionierenden Produkt im Spiegel kompetenzfreier Bewertung. Du fängst an, dir über das große Ganze Gedanken zu machen. Also nicht über das ganz große Ganze, aber über dieses große ganze System WordPress. Du kennst dieses System in- und auswendig von allen Seiten. Seine Schönheit und seine Klischees, seine Ferienidylle und seine zuweilen hässliche Alltagsrealität. Du hast Code wie Poesie gesehen und WP-Admins wie Schlachtfelder, in denen Dutzende von Komponenten sich um ein jämmerliches Quäntchen Screen Estate schlagen. Dein Support-Postfach gleicht zuweilen einem Lazarett der Plugin-Wars. Bei jedem Login auf einem Kundensystem werden deine müden Augen Zeugen eines initialen Gemetzels aus Tooltip, Tour-Teasern und plumpen als Admin-Notices gefakten Upsell-Versuchen, die sich gegenseitig blind und tot schreien, blind und taub für die 1,4 Millionen Quadratpixel um sie herum. Du hast grundsolide Backends in die Knie gehen sehen unter der Last aberwitziger jQuery-Orgien und du musst es mit ansehen, wie das wohl harmloseste Frontend-Feature der Welt
ein Topseller-Theme zerlegte, bloß weil es dessen CSS die Luft zwischen den Zeilen rauslassen wollte. Und weil du das alles so oft gesehen hast, fängst du schließlich an, dir über Performance Gedanken zu machen. Performance ist sowas wie das Königsfeature einer Website eigentlich. Eine Webseite performt, wenn sie schnell lädt, für Menschen in jeder Umgebung und von jedem Gerät mit einem Browser aus zugänglich ist und dabei ein zuvor definiertes Ziel erfüllt. Bei Content- oder E-Commerce-orientierten Websites besteht dieses Ziel in der Regel darin, dass Menschen etwas lesen oder abonnieren oder kaufen. Kein Design der Welt kann den Wert erstklassiger Performance ersetzen. Keine noch so ausgeklügelte Produktpräsentation und es reicht nicht irgendwelche dekorativen Zappelskripte, vermögen es, Traffic zu generieren und Konversionsraten zu steigern, wenn eine Website schlichtweg nicht lädt oder zu langsam. Bis auf die gelegentliche 10 Megabyte Bilddatei oder Admin Ajax sind es übrigens selten die vom selben Server geladenen Ressourcen, die Probleme machen. Die kriegt man eigentlich mit Caching-Lösungen und anderen Tricks immer ganz gut in den Griff. Richtig Stress machen fast immer die externen Komponenten. Also Skripte für Ads oder für Social-Plugins oder auch mal eine Google-Font-Orgie. Aber darum geht es nicht mal. Die Frage, die vor dir in der Browserkonsole einer schlecht performenden Webseite tanzt, die Rumpelstilzchen ins Feuer, lautet ja nicht, warum performt der Zappelkram nicht anständig? Oder wieso laden die Ads so lahm? Oder wieso braucht es 7 Requests zu einem und demselben Social Network für ein bescheuertes Like-Button? Deine Frage geht ein Stockwerk tiefer. Es gibt diesen wahrnehmbaren Widerspruch zwischen dem Angebot einer minderwertigen Nutzererfahrung und dem Anspruch einer hochwertigen, wertschöpfenden Nutzeraktion, die daraus resultieren soll. Dieser Widerspruch kann durch Performance im Browser offenbar werden, aber dort wird er nicht gelöst. Du kommst zu dem Schluss, dass der tägliche Verrat an der Einfachheit der Dinge mehr mit Menschen als mit Ladezeiten zu tun haben muss. Und du wappnest dich mit brennender Geduld, weil jetzt ist es menschliche Performance, die du zu hacken anfängst. Warum muss es zappeln, wenn schlecht gemachte Animationen Menschen nachgewiesenermaßen stressen? Warum gibt es immer noch mies performende Ads, wenn Menschen sie nachgewiesenermaßen nicht tolerieren, nicht sehen wollen und sogar aktiv blocken? Warum gibt es Social Proof und warum gilt er bei Sales-Leuten als das Maß aller Dinge, wenn er nachgewiesenermaßen im Riesenstil gefaked wird? Stichwort gekauftes Web. Warum übersehen Menschen, Vortragende eingeschlossen, das Offensichtliche? Warum treffen Menschen Entscheidungen, die im Hinblick auf ihre selbst definierten Ziele nicht funktionieren können? Warum machen sich so viele Menschen so wenig Gedanken über Performance und kaufen oder liefern lieber obszön animierten Fake als schnelle, zugängliche Websites, auf denen man zügig und effizient sein Geld ausgeben könnte? Wie kann das sein, lautet die Mutter all deiner Fragen. Anfangs hältst du Ausschau nach Konstanten, auf denen du Theorien aufbauen kannst. Zum Beispiel, es gibt nichts Gutes im Schlechten. Es gibt nichts Gutes im Schlechten. Posaunst du gegen die Talwände, bis dich das Echo eines Besseren belehrt. Es ist natürlich längst nicht alles schlecht im vermeintlich Schlechten und das Gute ist weniger als selten mehr als gut. Umgekehrt, mehr als selten weniger als gut. Also wie kann das sein? Du wählst Lehrsätze und Thesenpapiere, co-deklarierst Dogmen, Do's und Don'ts. Und nach wird dir klar, dass die Best Practice von heute nichts weiter als die Anti-Patterns von morgen sein werden und dass nichts Bestand hat. Und natürlich fängt deine Frage auch langsam an, zur Farce zu werden. Warum eigentlich fragen? Warum denken? Warum etwas wollen? Warum nicht einfach nett lächeln, ein paar Scheine machen und nach Hause gehen? Performance. Die Herkunft des Begriffs geht natürlich, wie immer,
aufs Lateinische zurück, performare, vollständig bilden, die Ausbildung beenden. Wahrscheinlich nicht nur eines jungen Menschen, sondern auch das Bilden im bildnerischen Sinne, also die Ausgestaltung einer Sache vollenden. Webster's Old Dictionary verweist außerdem auf das altfranzösische par fournir, par durch, per, fournir, ausstatten, liefern, geben. Performance also durch das Gegebene, Evidence perform. Software ist ein Spiegel der Menschen, die sie machen. Und ihr Erfolg wahrscheinlich ein Spiegel derjenigen, die sie benutzen. Wer mit Software erfolgreich sein will, muss die Bedürfnisse von Anwenderinnen und Anwendern erfüllen, sagt die Binsenweisheit. Das ist natürlich Unsinn. Nette Software tut das. Kommerziell erfolgreiche Software nimmt keine Rücksicht auf die Bedürfnisse von Menschen. Kommerziell erfolgreiche Software manipuliert Menschen, damit sie die Klappe halten und Absatzzahlen liefern. Zufriedene Menschen generieren keine Umsätze, mit denen man Venture Capital Leute und Aktionäre beeindrucken kann. Deswegen verfrankensteinern Marketingstrategen zufriedene Menschen in unzufriedene Monster, denen man eine Handvoll neuer Nicht-Features und ein frisches UI als Produktrevolution verkaufen kann. Anschließend wird 2 Wochen lang gemeckert und 11 Monate aufs nächste Update gewartet. Es gibt Indizien dafür, dass der Sog dieses immer Neuen, das stupide Ausspielen des Update-Trumps, einen Strudel erzeugt, in dem kommerzielle Software langsam aber sicher ihr wertvollstes Asset verzockt, die Aufmerksamkeit von Menschen. Wie kann das sein? Bei WordPress liegt die Sache natürlich komplett anders. WordPress ist nette Software. WordPress setzt zwar lieber die geistige Gesundheit seiner Entwicklerinnen und Entwickler aufs Spiel, als einen Shitstorm für ein paar ewiggestrige Hoster wegen sicherheitsgefährdender PHP-Versionen zu riskieren. WordPress nimmt aber auch seinen selbstgewählten Demokratisierungsauftrag ernst genug, um zum Beispiel so ein unbequemes Feature wie Accessibility in den Status einer Core-Mission zu heben. Das WordPress-Backend ist jetzt sicher kein leuchtendes Beispiel modernen UX-Designs, aber es tut, was es soll und ist recht stabil. Trotz REST-API und all ihren tollen neuen Möglichkeiten bleibt wp-admin vorerst für Millionen Nutzerinnen und Nutzer das Tor zum Publizieren und Geldverdienen online. Und für die Hersteller von Themes und Plugins eben ein Marktplatz. Okay, wie kann das sein? Der Verkauf von WordPress-Produkten ist tricky. Hashtag GPL. Als Derivat GPL-lizenzierter freier Software kann der Code für ein WordPress-Theme oder Plugin quasi nicht verkauft werden, ohne dass das Credibility-Label für gutes WordPress-Citizenship, 100% GPL, den Bach runtergeht. Das wissen viele Anbieterinnen und Anbieter und stellen sich deswegen mehr oder weniger schlau dabei an, Support im Kielwasser ihrer Software zu verkaufen. Das musst du dir klar machen. Wenn du ein Theme oder Plugin auf den kommerziellen WordPress-Markt wirfst, wird die Entwicklung und Pflege soliden, kompatiblen Codes weniger als die Hälfte deiner Leistung ausmachen. Willkommen im Service-Segment. Support ist dein Tagesgeschäft. Entwickeln darfst du nachts oder stellst Leute ein. Menschen wiederum, die wissen, dass sie für Support Geld bezahlt haben, wollen natürlich korrekt behandelt werden. Und dabei kommt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Missverständnissen bezüglich deines Leistungsprofils. Beispiel. Da ist was kaputt, mach das heile, habe ich für bezahlt. Oder da funktioniert was nicht, wie ich mir das vorstelle, mach das, das funktioniert, habe ich für bezahlt. Dein Support performt, wenn es dir gelingt, das Erstere, die Supportanfrage, vom Letzteren, dem Anpassungswunsch, möglichst sauber zu trennen. Auf das eine blitzschnell und zuverlässig zu reagieren und das andere freundlich und hilfreich in Richtung Codable und Konsorten weiterzureichen. Warum spielt das jetzt eine Rolle im Hinblick auf die Performance der Menschen hinter einem WordPress-Produkt, hinter einer im Browser, wie auch immer, performenden Webseite? Wenn der kommerzielle Erfolg deines Geschäftsmodells davon abhängt, dass Menschen
sich von dir gut behandelt fühlen und von deinem Produkt, dann kann es eine einschüchternde Perspektive darstellen. Und im Grunde hast du immer noch die Wahl. Nimmst du die Herausforderung an oder gehst du einen anderen Weg? Es gibt nämlich eigentlich zwei mögliche Strategien. Die erste, du scheißt auf Servicequalität und richtest dein Marketing einfach strikt auf Masse aus. Egal wer und warum, Hauptsache sie kaufen möglichst viel und oft. Deine Fassade ist ein Palazzo, deine Settingsseite im Backend ist 5 Jahre alt und stinkt nach altem Timsamp. Weil du Masse bedienst, ist auch dein Produkt massig, wiegt Tonnen, kann alles, macht alles, bietet alle Möglichkeiten, der Supermarkt am Ende der Straße. Deine Preise hältst du niedrig genug, damit die Massen strömen, was sich wiederum natürlich schmerzhaft auf deine Marge auswirkt, was wiederum deine Motivation befeuert, Massen umzusetzen und täglich zu wachsen. Verfeatured wird, was glitzert. Dein Paradigma ist die Reaktion auf eine künstlich geschaffene Nachfrage nach Schrott, von der du dir einredest, dass sie sowieso existiert, also sei es wurscht, ob du sie bedienst oder jemand anders, obwohl es natürlich blöd wäre, wenn jemand anders die ganze Kohle machen würde. Oder Möglichkeit B, du setzt auf Menschen und darauf, ihre Erwartungen zu übertreffen. Du versprichst Haltbares und übertriffst deine eigenen Versprechen nach Plan. Deine Präsenz im Backend deiner Kundinnen und Kunden und dein Helpdesk sind eins. Aber anstatt wie der Hahn auf dem Misthaufen dein Revier voll zu krähen, verhältst du dich wie ein Gast, der auch gerne mal beim Abwasch hilft und dann irgendwo höflich diskret seine Visitenkarte hinterlässt. Wenn du ein potenzielles Problem im System ohne Nutzeraktion lösen und beheben kannst, dann tust du das. Wenn du es nicht kannst, dann kommunizierst du es in einer für Menschen verständlichen Ausdrucksweise als dein Problem, nicht als das deiner Kundinnen und Kunden, und bietest proaktiv kurze Wege zur Lösung an. Du bist dir deiner Verantwortung als Fachmensch bewusst und hast den Ehrgeiz, das WordPress deiner Anwenderinnen und Anwender als Ganzes performant zu gestalten. Dein Paradigma ist die Innovation im Alltäglichen. Und dafür nimmst du nicht nur extra Meilen im Support für Drittanbieterprodukte in Kauf, sondern investierst Zeit und Geld in die Vernetzung und Kommunikation mit anderen Anbieterinnen und Anbietern, um dein Produkt mit deren Produkten kompatibel zu halten. Dein performanter Code und dein ehrliches, von Hilfsbereitschaft geprägtes Interesse am Erfolg deiner Kundinnen und Kunden performt ein Klima von Sicherheit und freundlicher Kooperation ins Backend. Menschen vertrauen dir. Und du gehst mit diesem Vertrauen verantwortlich und liebevoll um. Ist das realistisch? Ein Traum. Nein, das ist ein Ideal. Aber eine Realität mit knapp 44.000 Plugins und über 3.800 Themes, allein auf WordPress.org. Eine Realität, in der manchmal erwachsene Menschen mit freier Publishing-Software hantieren wie Kleinkinder mit Mamas Smartphone, außer dass es um viel mehr geht, als dass ein iPhone mal in die Cornflakes-Schüssel fällt. Eine solche Realität braucht dringend gesunde Ideale auf Seiten ihrer Gestalterinnen und Gestalter, damit sie für Menschen in Zukunft noch funktioniert. Welche spirituelle Erleuchtungserfahrung müssen wir machen, um zu begreifen, dass Performance nicht bei der Minifizierung eines Stylesheets oder beim Caching einer Datenbankabfrage oder bei einer sowieso komplett irrelevanten 100 von 100 Page-Speed-Note anfängt? Sondern bei einer Webseite, einem Plugin, einem Theme, einem WordPress, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Weil wir dahinter Menschen wahrnehmen, die sich die Mühe gemacht haben, für uns zu performen. Einem WordPress, dessen Gestalterinnen und Gestalter, Anwenderinnen und Anwender gleichermaßen Performance nicht als Luxus verstehen, sondern als Designprinzip. Als Faustregel, als Verhaltensmaxime, um die Einfachheit der Dinge für 26% dieses Internets tendenz steigend
zu bewahren. Danke fürs Zuhören. Wir haben Massen. Für was? Du uns mal zeigen kannst. Für? Du sagst, das ist performant und das ist es gar nicht. Ob ich zwei persönliche Beispiele habe für was ist performant und was ist es gar nicht. Performant in welchem Sinn meinst du? Einfach zwei Webseiten als Startseiten und du sagst, da hat es einer getan und da leider gar nicht. Habe ich nicht parat. Suche ich aber gerne raus. Ping mich auf Twitter, suche ich dir gerne raus. Ich bin auch ein totaler Techniktrottel. Es hätte jetzt sowieso nicht geklappt, selbst wenn ich sie parat hätte, das in den Browser zu wechseln. Das geht nicht. Aber machen wir. Gerne. Okay, ich habe euch platt gemacht. Sonst noch Fragen? Ja. Gibt es Plugins, vor denen ich explizit warnen würde? Wie viel Zeit hast du? ja, die gäbe es. Nee, erstens habe ich die Liste nicht auswendig im Kopf dafür, deswegen würde ich sie jetzt nicht so gerne nennen. Ich habe die Liste deswegen nicht auswendig im Kopf, weil ich solche Sachen möglichst mir aus dem Kopf tue, um noch halbwegs gesund zu bleiben in meinem täglichen Job. Ich mache Customer Support übrigens für ein Plugin. Aber es gibt Plugins, vor denen viele Leute in WordPress ausdrücklich warnen und die es trotzdem gibt, ja. Und das Gleiche, wenn du die Frage auf Twitter stellst mit dem Hashtag, werde ich mein Bestes geben, vor heute Abend vielleicht das eine oder andere rauszusuchen. Du kannst aber auch googeln, Sicherheitsprobleme oder, fällt gerade kein guter Begriff ein, aber solche Sachen. Also generell kann man es häufig sehen, tatsächlich an der Geschwindigkeit im Browser, nicht nur wie schnell eine Webseite lädt, sondern auch zum Beispiel wie ordentlich sie scrollt. Es gibt ja häufig diese Smooth-Scroll-Skripte, die alles andere als smooth sind, sondern einfach das Scrollen total versauen. Nur ein Beispiel für absolut, also was ich richtig schlechte Performance nennen würde, obwohl es mit der Ladezeit nichts zu tun hat. Ja, es gibt sicher mannigfaltig Beispiele. David. Okay, also die Frage ist, was würde ich machen, wenn ich nach einer kurzen Nacht, unausgeschlafen, morgens auf Twitter in meinem Stream eine sehr, sehr negative Bewertung zu meinem eigenen freien Plugin, hypothetischen Plugin, lesen würde? Wie würde ich damit umgehen persönlich? Okay, also erstens, ich habe nur ein freies Plugin im Repository, das interessiert keine Sau, das hat glaube ich 3 Nutzer oder so. Und deswegen kann ich mich schwer in die Lage reinversetzen, wie das mit einem freien Plugin ist. Hier ging es mehr um kommerzielle Plugins und ja, um den Kontext mit bezahltem Customer Support dabei. Aber trotzdem, wahrscheinlich würde ich heulen total und wäre richtig böse berührt und so. Das geht immer nah, wenn man sein Herzblut in was gesteckt hat und viel Zeit und Energie in was gesteckt hat und Leute es dann verreißen. Und dann nach einer gewissen Karenzzeit, in der ich mich in meiner Trauer suhle und mich bei anderen wieder rückversichere, dass ich ein guter Mensch bin und dass mein Plugin was Tolles ist und so, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann, und das habe ich übrigens tatsächlich gemacht, fällt mir auf, würde ich mir irgendwann Gedanken machen, okay, was steckt in dieser Kritik, abgesehen von dem ganzen emotionalen Sums, der vielleicht auch mit drin steckt, aber was steckt in dieser Kritik, was ich wirklich als konstruktive Kritik für mich ummünzen könnte, um mein Produkt besser zu machen. Und Produkt wirklich in Häkchen, weil ein freies Plugin geht für mich wirklich nicht so ganz in den Kontext dieses Vortrags hier.
ein total freies Plugin. Freemium-Plugins, ja, also wo dann irgendwie ein Erweiterungsbezahlmodell, ne, WooCommerce und so weiter, dahinter steckt, das schon wieder ja. Aber richtig freie Plugins, finde ich, verdienen ein bisschen mehr Nachsicht in der Hinsicht, ja. Okay, Folgefrage, egal ob jetzt freies Plugin, gibt es im Premium-Support Situationen, wo ein Kunde sich so richtig auskotzt? Ja, und wie? Natürlich gibt es die. Ja, das ist ganz interessant. Im Premium-Support hast du natürlich die Situation, was ich beschrieben habe, Menschen haben Geld bezahlt für den Support und erwarten jetzt natürlich eine Leistung. Und der Schlüssel zu so einem Ticket, wenn es richtig emotional wird, ist natürlich immer, du versetzt dich, du nimmst es nicht persönlich, auch wenn du es nicht verhindern kannst, dass es dich persönlich berührt, aber du versetzt dich in die Lage dieser Person und das braucht Empathie. Und du stellst dich in deren Schuhe und sagst, okay, ich habe was erwartet, ganz gleich wie gerechtfertigt oder nicht diese Erwartung war, aber ich hatte diese Erwartung, ich habe das angeknipst und mein Ding ist explodiert, also mein WordPress explodiert. Jetzt, natürlich bin ich sauer. Und dann geht der ganze Support-Rummel los mit, okay, calm down, wir machen das für dich, ist gleich wieder alles gut, kein Problem. Sekunde, hier war eine Frage und dann Vego. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang nur eine kleine Anekdote oder Anmerkung. Der Sergei Müller, den wir ja alle gut kennen, oder die meisten zumindest, hat mal zum Thema freie Plugins gesagt, dass er es immer sehr spannend findet, wenn Menschen zu ihm kommen, die von ihm ein kostenloses Plugin geladen haben, sich fürchterlich aufblasen, emotional durchdrehen und ihm dann ganz fürchterlich androhen. Und wenn du das nicht besser machst, dann wähle ich mir ein anderes Plugin. Und er sagte, seine Reaktion darauf ist, ja, tschüss. Ja. Das ist, denke ich, genau der Punkt. Bei kostenlosen Dingen, natürlich sind Erwartungen da, aber vielleicht sollte man sich als jemand, der sein Herzblut da reingesteckt hat und es der Community zur Verfügung gestellt hat, bei solchen Angriffen einfach auch denken, ja, dann schönes Restleben. Ich muss das kurz... Bei kostenpflichtigen ist es natürlich... Ich muss das kurz wiederholen für das Dings. Also es war mehr eine Anekdote als eine Frage und es ging um eine lustige Anekdote von Sergei Müller über freie Plugins und wie manche User sich bei ihm gemeldet haben und ihm angedroht haben, dass wenn er etwas nicht macht, wie sie es haben wollen, dass sie dann ein anderes Plugin benutzen werden. Riesendrohung bei einem freien Plugin, klar. Ich finde es insofern interessant, als du einen Bereich anschneidest, der jetzt hier nicht wirklich vorkam, der aber im selben Kontext hochgradig interessant ist. Und das ist natürlich die Performance von reinen Anwenderinnen und Anwendern. Also wie performe ich, wenn ich keine Ahnung von Entwicklung habe, keine Ahnung von WordPress habe, einfach nur eine Webseite habe und wie performe ich als Konsument? Ist auch eine Frage in dem Kontext. Interessant. Danke. Bego. Okay, die Frage bezieht sich auf, was ich im Vortrag erwähnt habe, Upsell-Versuche in Admin-Notices, also in diesen User-Nachrichten, die im Backend aufpoppen und wo dann Leute versuchen, ihren Premium-Service zu verkaufen über ein freies Plugin und so. Und dafür werden dieselben Admin-Notices genutzt, die WordPress selber für die normalen Systemnachrichten nutzt. Und dadurch kommt es zu einer Verwechslung. Bego bezieht sich auf einen Blogpost von mir von vor einiger Zeit, für den ich eine Fortsetzung versprochen hatte mit Positivbeispielen. Dass diese Fortsetzung noch nicht gekommen ist, hat zwei Gründe. Sie kommt. Es hat zwei Gründe. Erstens, die Positivbeispiele sind in meinem Support-Alltag tatsächlich sehr, sehr rar. Ich muss gestehen, obwohl ich jeden Tag viele Backends sehe, es ist sehr schwierig, Plugins auszumachen oder Themes auszumachen, die es wirklich richtig machen. Also die sich, sag ich mal, performant im Backend verhalten, die... ja, eine gesunde Mischung bauen aus eigener
User Experience, aus eigener UI, was durchaus manchmal gerechtfertigt ist, aber gleichzeitig den Rahmen nicht sprengen in WordPress und die es dabei auch noch hinkriegen, auf eine verträgliche Art und Weise auf ihr Premium-Angebot hinzuweisen. Das ist selten. Aber es gibt es. Und der Grund, weswegen mein Blogpost noch nicht erschienen ist, ist, dass dieses Thema, Spoiler, beim WordCamp Europe diskutiert werden wird. Da darf ich einen Vortrag darüber halten. Deswegen möchte ich auch jetzt nicht näher drauf eingehen. Danke. Also dieses, was können wir konkreter machen? Wie können wir da was ändern eigentlich? Ne? Genau. Noch jemand? Bitteschön. Ja, womit erkläre ich mir die hohe Nachfrage nach extrem komplexen Produkten, wie zum Beispiel, also WordPress-Produkten, wie zum Beispiel das Avada-Theme, ist so ein klassisches Beispiel, ne, was mit vielen, vielen Sliders kommt und allen möglichen was für Features. Toscho, ich erkläre mir das mit dem Slide, mit dem Zitat von Adam Silver, Humans get seduced by complexity. Menschen werden verführt von Komplexität. Es ist für jemanden, der kein technisches Verständnis von einer Sache hat, ein sehr, sehr verführerischer Gedanke, alles aus einer Hand zu bekommen. Und die Erkenntnis, dass es dadurch wahrscheinlich mittelfristig nicht besser wird, sondern für mich selber komplizierter als Nutzer, der eben kein technisches Verständnis hat, diese Erkenntnis muss man erstmal realisiert haben als Konsument in Häkchen im WordPress-Kontext. Und ich erkläre mir die hohe Nachfrage so, dass viele, viele Menschen in WordPress und auch anderswo ein sehr konsumentenartiges Denken haben und einfach so weit nicht nachdenken und sich verführen lassen von shiny Marketing und dem Versprechen, dass sie so ein Theme, Avada verkauft sich ja nicht als Theme, Avada verkauft sich als Website-Komplettlösung. Und das natürlich für jemanden, der kein Budget hat und der 0,x eine Webseite aufgesetzt haben will und der immer noch glaubt, dass das geht, und dass es dabei dann die Ergebnisse produzieren wird, die er oder sie sich vorstellt. Für so jemanden ist sowas sehr verführerisch. Würde ich mir so erklären. Okay? Es ist ein Ersatz fürs Denken. Du musst nicht denken. Du kannst einfach etwas kaufen und das macht dann für dich. Ja, Einwurf, es sei ein Ersatz fürs Denken, quasi. Da war noch eine Frage. Okay, die Frage bezieht sich auf die Stelle im Vortrag, wo ich von dem Ideal gesprochen habe, dass du als Provider von WordPress-Produkten idealerweise dich mit anderen Providern vernetzt und gemeinsam Kompatibilitäten herstellst und auch teilweise in deinem eigenen Produktsupport Drittanbieterprodukte mit supportest in Häkchen. Franz Josef fragt, wo ich da persönlich die Grenze ziehen würde. Wann ist es zu viel davon? Richtig? Ich persönlich bin in der angenehmen Lage, dass ich da nicht auf die Grenze ziehen muss, weil eine Grenze vorgegeben ist. Und wie das so ist mit so einem Ideal, also du hängst es dir über deinen Bildschirm oder über den Spiegel oder übers Bett oder so und lässt dich täglich daran erinnern, wie es aussieht und weißt, dass du es nie erreichen wirst letzten Endes. Also in der Praxis muss ich diese Grenze, ja, ich muss sie nicht selber setzen, aber ich muss sie jeden Tag neu ziehen. So. Gesetzt ist sie durch Vorgaben meines Vertragspartners/Arbeitgebers und ich muss sie einfach nur jeden Tag neu ziehen. So. Und ich glaube, dass die Antwort wäre, das hängt von deinem Produkt ab und von deinem persönlichen Ressourcenkontext und so weiter. Wenn du ein junges Unternehmen bist, mit wenig Rücklagen, wenig Budget, wenig Möglichkeiten, extra Zeit und Geld zu investieren, dann wirst du natürlich die Grenze sehr eng ziehen müssen, klar. Und gleichzeitig kannst du trotzdem aber den Anspruch haben, sie innerhalb deiner Möglichkeiten immer noch ein bisschen zu erweitern vielleicht. Und muss jeder und jede für sich sehen, denke ich. Gibt es keine Pauschalantwort. Okay? Da war noch eine Frage. Ich hätte eine kurze Vorabfrage, weil ich nicht ganz so genau Bescheid weiß. Hast du irgendwas mit WordPress Core zu tun? Nein. Die Frage war, habe ich irgendwas mit WordPress Core zu tun? Nein, ich bin kein Core-Committer oder Contributor. Dann bestelle ich die eigentliche Frage so, dass du nichts damit zu tun hast oder vielleicht
Du hast gesagt, freie Plugins, da gibt man ein bisschen, die gibt man ein bisschen mehr, weil die überhaupt nicht was verkaufen wollen. So. Aber also, könntest du sagen, das kann man machen? Und falls ja, ich versuche die Frage zu wiederholen. Wie würde ich, die Frage war, wie würde ich die hier geschilderten Zusammenhänge oder Prinzipien, inhaltlich sind es ja nicht wirklich, auf WordPress Core übertragen wollen. Kann ich passen? Ja, okay. Ehrliche Meinung, ich glaube, dass es Menschen gibt in den Core-Teams, die sowas auf dem Schirm haben und die ihren persönlichen Einsatz in die Richtung steuern, dass immer mehr Einfachheit an der Oberfläche eine Rolle spielt. Und ansonsten ist es die Art von in Häkchen diplomatischer Antwort, die wir immer hören in so einem Fall, und die leider auch einfach stimmt. WordPress ist 10 Jahre alte Software, es muss on the go verbessert werden. Man kann sagen, wir wollen einen Cut machen und das und jenes und irgendwie keine Backwards-Kompatibilität mehr. Wird nicht passieren, Punkt. Also so ist das Projekt nicht gebaut und zwar in keiner Dimension. Also nicht nur im Code nicht, sondern auch nicht in der Community und in der Nutzerlandschaft und so weiter. Und ich habe zu wenig mit Core zu tun, als dass ich dir eine detaillierte Antwort da geben könnte. Das war schon, ne? Ja, okay. Sehe ich uns. Jetzt auch mal sagen, dass es eben nicht der Tendenz zum Simplen ist, sondern eher, dass es eben auch mit dem, sehe ich uns. Marktanteil, und es kommen immer mehr Leute dazu, die sich damit beschäftigen. Siehst du die Gefahr, dass es irgendwann so ein Crash gibt? Also, oder sagen wir mal, das positive Image leidet darunter, dass einfach nur noch auf dem Mist. Okay, also ich versuche die Frage zu wiederholen. Sehe ich uns auf eine Katastrophe zusteuern? Nein, ich sehe uns aufs Mittagessen zusteuern. Mit WordPress sehe ich uns nicht auf eine Katastrophe zusteuern, aber es gibt mannigfaltig dokumentierte Schwierigkeiten, die mit diesem Zusammenhang, den ich hier schildere, ganz, ganz eng zu tun haben. Und auch die Zitate, die man in den Slides gesehen hat von den Personen, übrigens Spoiler, das ganze Skript inklusive Links zu den Zitaten und so weiter erscheint in 10 Minuten als Blogpost. Also es ist mannigfaltig beschrieben, wie diese Zusammenhänge zu Schwierigkeiten führen, na klar. Also zum Beispiel Morten Rand Hendrickson hat diesen Artikel geschrieben, WordPress is not easy and that's okay. Ich würde nicht sagen Katastrophe. Ich würde sagen, wir haben jetzt die alltägliche Hölle mit WordPress und was diese Zusammenhänge angeht und gleichzeitig in dieser Hölle ist es auch wunderschön und Menschen haben tolle Chancen durch diese Software und es kommt immer auf den Blickwinkel an. Also ich denke nicht Katastrophe, ich denke schleichende Verbesserung. Du bist Optimist. Ich bin leider chronisch Optimist, ja. Jetzt, glaube ich, sind wir rum mit der Zeit, ne? Okay, Viertelstunde haben wir noch. Also wenn noch Fragen sind, ich stehe hier noch. Robert. Übersetze ich den Vortrag noch? Ja. Nicht fragen, wann. Aber ja.